So, herzlich willkommen zu diesem Out of Order Let's Play. Ja, mein Test an sich, ja. Also wird eine Special-Woche, ausschließlich mit mein Test. Also mein Test, mein Ton, whatever. Und zwar. Ich muss jetzt mal gucken, meine Kamera läuft gar nicht. Ha, war doch klar. Ja, perfekt. Okay. So, und zwar folgende Sache. Ich auf meinem Server habe eine nette Dame her kennengelernt, eine nette Person kennengelernt. Die hat einen eigenen Server und die hat mich jetzt eingeladen, mit auf ihrem Server zu spielen. Das heißt, das ist falsch. Wir werden jetzt erstmal auf einem dritten Server quasi, das wird kein dauerhaftes Let's Play werden, sondern nur erstmal so mal gucken, wie lange es läuft. Und zwar heißt das gute Ding mindtest.projekthirnfrei.de. Das ist ein Server, der ist noch nicht ganz offiziell. Wir sind dort auch als Walker unterwegs. Weil der Server ist noch im Aufbau. So, wir haben aber eine Einladung bekommen, dass wir auch auf den Server schon joinen können. Der ist nämlich noch nicht in der Liste mit drin, deswegen muss ich jetzt auch die Adresse manuell eingeben. Projekt Hirnfrei, so ein Server gab es schon mal. Allerdings ist der Server offline gegangen, wegen Schwierigkeiten von dem Management her etc. Und es war ein relativ bekannter Server, deswegen habe ich auch schon häufig von dem gehört. Aber wie gesagt, der war halt off. Und wie gesagt, jetzt durch Zufall war halt die Betreiberin des damaligen Servers halt auf meinem Server mit on. Und da kamen wir halt ins Gespräch. Und da meinte sie dann auch mit, ja, Server ist tot, aber es gibt einen neuen Server. Ist noch am Aufbau, weil die müssen auch irgendwie mit Lags gucken. Der laggt noch irgendwie, weil da sind haufenweise Mods drauf. Also meine Server sind ja relativ low level gehalten, da sind kaum Mods drauf. Aber bei ihrem Server, da ist ganz schön viel los. Und dementsprechend hat sie dann noch ein bisschen mit Serverproblemen zu kämpfen. Aber derzeit sind aktiv, also als ich gerade eben schon drauf war, 4 Leute. Das ist natürlich noch kein Problem. Aber eben, genau aus diesen Gründen ist der Server halt noch nicht offiziell erreichbar. Weil wenn da 10, 20 Leute drauf wären, würde der Server definitiv die Hufen hochgeben. Oder so. So. Yay. Ansonsten, ich habe schon angefangen, ein bisschen Minerale. Also, erstmal bin ich da natürlich als ganz normaler Typ drauf gewesen und habe dementsprechend auch schon angefangen, Materialien einzusammeln. Also, wir haben Eisen, wir haben Steine und ein bisschen anderes gedönst. Sie hat uns gerade direkt in der Hauptstadt, der ist praktisch so ein Stadtzentrum, da hat Layla heißt die gute. Also Layla 1747 oder 147, ist auch egal. Und direkt da, wo sie wohnt, direkt nebenan, hat sie mir praktisch ein Haus eingerichtet. Ich bin also quasi Nachbar vom Administrator. Und das Grundstück ist schon da. Sie hat auch ein Haus, einen Baum gepflanzt, aber mehr ist halt noch nicht. Heißt also, wir fangen quasi auf der Map von uns aus gesehen von null an. Ansonsten um uns herum ist halt schon eine kleine Stadt. Das ist alles so auf dem Wasser, heißt also, das ist so, ja, werdet ihr sehen, praktisch Holzbrett, was auf dem Wasser montiert ist, auf Holzpfählen, wenn überhaupt. Glaube ich, schwebt das Ganze sogar einfach nur. Ja, und da werden wir uns praktisch auf einer Schicht Sand quasi ein kleines Häuschen aufbauen. Mal gucken, die Fläche ist gar nicht so groß, also ein großes Gebäude werde ich dort nicht hinbauen können, einfach mangels Platz, aber es reicht auf jeden Fall schon aus für ein normales Haus, kein Problem. Aber der Server scheint echt ganz schön langsam zu sein. Wir sind gerade bei 74%. Na komm, ey. Folge fast vorbei, bevor er das erste Mal die Daten geladen hat hier. Dauert es zum Glück nur beim ersten Mal immer so lange. Danach sind die Daten ja lokal gecached.
Ja, wie gesagt, ansonsten, dazu werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Aufnahmen machen. Ich weiß gar nicht, wie viele. Und dafür wird aber diese Woche dementsprechend der Doom halt wegfallen. Die Folge ist auch relativ weit im Voraus aufgenommen, heißt also, ich nehme es heute am 27. April auf. Wenn ihr die Folge seht, ist es schon, warte mal kurz, jetzt 30. ist die neue Woche, der erste, heißt also, ihr werdet so ungefähr am 7. oder 8. Mai sehen, also mehr als eine Woche nach der eigentlichen Aufnahme. Weil ich habe bereits die anderen Sachen schon im Voraus aufgenommen, die jetzt quasi erstmal rankommen. Ah, 98%, gleich ist es soweit. Yay! So, der Rest geht ratzfatz. Ist ja ein guter Rechner hier. Sagt er und guckt auf die Prozentzahl. Oh. Cannot load image dark slate tile while building texture, creating dummy image. Da scheinen wohl manche Sachen auf dem Server echt noch nicht ganz so zu stimmen. Deswegen braucht er jetzt auch beim Initialisieren so lange, weil er gerade extrem viele Dummy-Texturen erstellt. Specific image, bla bla bla, is larger than 256 Pixel, using the first 256 Pixel. Bin ich ja mal gespannt, wie das Ganze dann aussieht. Gut. Lange Rede, gar keinen Sinn. Und wir sind da. So. Okay, okay. Wie gesagt, hier unser kleines Haus, alles hier Wasser, da ist die Layla, genau, Layla 1747, das ist ihr Haus und sie ist hier quasi die Chefin, also eine der Chefin, es ist wohl ein Projekt von ihr und ihrem Vater oder so, und ja, wir haben praktisch das Grundstück hier, das ist unser Bereich, hier ist auch ein Baum, den werden wir direkt mal fällen, weil, oh, meine, ja, das war's dann schon mit dem ersten Werkzeug. Ja, das hier haben wir. Das hatte ich gerade alles eingesammelt, beziehungsweise das hat sie mir geschenkt. Und das hier, das ist Geld, das kommt immer, also nicht random, aber es kommt halt nebenläufig immer dazu. Am Anfang hast du halt gar nichts und dann immer nach einer gewissen Zeit kommt dann immer ein Schein dazu. Da werden wir dann also demnächst mal, ja, ein bisschen shoppen gehen. So, klauen wir uns gleich mal eine Axt. Und wie gesagt, wir haben schon ein bisschen Eisen. Kohle haben wir noch keine gefunden. Das bringt uns zu dem ersten Problem. Wir werden also wie in der klassischen Art und Weise erstmal einen Ofen craften. Und dann werden wir erstmal mit Holz arbeiten. Allowing splitting incoming material. Not feel stack from tubes. Ah, ja. Ja, die sieht man hier schon an den Texturen. Wie gesagt, das hier ist gerade alles extrem aufgemotzt. Man kann ja hier mal ganz kurz in die Modliste gucken. Da kriegst du Schwindelgefühle, kriegst du da. Da. Ja, wie gesagt, dementsprechend gibt es auch ein paar kleine Performance-Probleme, aber gut. So, dann können wir nämlich erstmal hier ein bisschen Eisen dünsten, quasi auf mittlerer Temperatur, bei 180 Grad. So, einmal die Hacke, Axt, und dann geht's los. So. Yay. Und wir haben noch eine Pizza bekommen. Können wir uns auch gleich mit in den Ofen schieben? Oh, siehst du, apropos, wir haben auch tatsächlich gerade nur noch wenig Brote in der Anzeige. Können wir also direkt mal verspeisen. Wow. Ja, das ist effizient gewesen. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich wollte mich doch hochbaggern. Na gut, dann nehmen wir mal ein bisschen. So. Ja, wie gesagt, hier ist, ist halt die Grundbasis ist halt klassisch Mindtest. Dementsprechend
ist halt auch das Holz hier, was ich hier von dem Dschungelbaum abernten werde, werde ich ausschließlich für Sachen benutzen, wo man das originale Holz ja nicht mehr sieht, weil mir gefällt halt von dem originalen Mindset, gefällt mir halt diese Dschungelbaum-Textur nicht so wirklich. Ist tatsächlich das Einzige, wo ich sagen muss, das mag ich bei Mindset nicht. Mal gucken, vielleicht nutze ich dann in Zukunft auch mal andere Texturen-Packs, wo alles genau ist wie bei Vanilla-Textur-Pack, wo halt nur diese eine Textur ausgetauscht ist gegen eine etwas ansprechendere. Weil, wie gesagt, die Textur an sich ist schon geil, ja, aber es beißt sich halt zu sehr mit den ganzen anderen Texturen. Du kannst die Textur mit nichts kombinieren, weil egal was für ein anderes Holz du nimmst, es sieht immer kacke aus. Weil das hat halt diese extrem kräftigen Farbänderungen hier drinne. Das ist zu kontrastreich, das geht so nicht. So, hab ich. Ach, scheiße, ich hab noch was vergessen. Ach, leck mich doch am Arsch. Oh, leck mir doch einmal. So, also wieder hochbaggern hier. Fängt ja gut an. Erster Eindruck, beschissen. Ich werde bestimmt gleich gebannt. So, einmal runter, nochmal runter und nochmal runter und nochmal runter. Und ja, da zerfällt der Baum in Einzelteile. Sehr schön. So. So. Badam. Gut, sammeln wir die Dinger mal ein, auch wenn wir sie wahrscheinlich eher nicht benutzen werden. Ich habe nämlich extra, wisst ihr was? Nee, doch, nee, ich verbrenne lieber nicht. Das hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, ist das sinnvoll? Sinnvoller wäre es doch eigentlich das da. Ach, das geht hier gar nicht. Okay, wir können keine Braunkohle herstellen. Oder es geht zumindest nicht mit dem Holz. Ich kann mal ganz kurz gucken. Ja, seht ihr hier. 20 Seiten. Da ist ein bisschen Action, ne? Also hier gibt es Aufweisen. Ach ja, hier sehen wir schon. Da fehlen die Texturen. Oder? Nee, das soll so sein. Doch, das soll so sein. Ne, gut, dann ist das also nicht, wo die Texturen fehlen. Ist so gut, ist auch egal. Was ich gerade gucken wollte, ist Kohle, und zwar Braunkohle. Jetzt weiß ich nicht, wie Holzkohle auf Englisch heißt. Ist ja auch egal. Es scheint ja nicht zu funktionieren. Wir können mal das hier reinwerfen. Ne, da kommt gar nichts. Gut, schade eigentlich. Okay. Aber wir haben jetzt ein bisschen Füllmaterial für den Ofen. Das hier ist so ein Gerät, damit kann man diese Bereiche verwalten. Das habe ich auch auf meinen Servern, habe es aber noch nicht wirklich angesprochen, weil ja, ist halt so. Oh, Leila hat sich verabschiedet. Interessant. Jetzt ist nur noch diese Nummer 5 da. Mein Nummer 5. So, okay, also der Bereich ist relativ klein. Wir werden also mal gucken, wo wir hier am dümmsten Haus platzieren. Da ist der Eingang. Heißt also, wir werden hier vorne einen Vorgarten machen. Dann wäre also tatsächlich hier die beste Idee, ein Haus zu machen. Aufgrund der beschränkten Größe wird es wahrscheinlich einfach nur diese Sektorbauweise sein. Wenn wir Glück haben, passt das sogar gerade so mit zwei Sektoren. Ah, nicht mal. Ich würde hier direkt an den Rand rankommen. Und das finde ich optisch gesehen doch ein bisschen kacke. Ups. Ach, der Bereich geht auch noch ein bisschen weiter. Gut, dann könnte ich rein technisch gesehen auch mein Grundstück vergrößern. Fleisch. Yay. Okay. Ja, sehr viele Bereiche hier sind noch ungeschützt. Hier ist wieder geschützt, aber hier zum Beispiel die vorne ist halt noch ungeschützt. Deswegen, daran merkt man schon, der Server ist definitiv noch im Aufbau, weil das ist nicht Griefer-freundlich. Wenn hier einer reinkommt, der Böses will, hat der leicht ins Spiel. Was sind das hier für Bäume, Alter? Das ist halt das Problem, hier sind haufenweise Mods installiert. Heißt also, es gibt ja auch haufenweise Sachen, die nicht Vanilla sind. Und der Baum zum Beispiel, oder die Bäume, gehören dazu. Da werde ich euch übrigens auf dem Vanilla-Server, also auf meinem Server, auch noch was zeigen. Da hat sich ein bisschen was getan, aber das bisschen ist ganz viel. So. Okay.
Ich weiß nicht, soll ich das Grundstück vergrößern? Ja, komm, doch, machen wir. Das machen wir, genau, das machen wir. Boah, Alter. Krieg ich gleich. Komm, du. Weg da. Wir brauchen nur noch einen Einstieg. Das geht ja so gar nicht. So. Easy. Beziehungsweise. Ja, doch, die erste Folge würde ich mal sagen. Machen wir sogar schon mal einen Break. Dann mache ich 15 Minuten Folgen, dafür aber dann pro Tag auch wieder zwei. 10 Folgen dürft ihr hinbekommen. Beziehungsweise nein, ich mache einfach pro Tag wieder eine, so wie halt normalerweise bei Doom auch wäre. Und dafür aber 30 Minuten Folgen. Ist ja hier ein neuer Server, dann aber. Ist ja hier ein neuer Server, dann haben wir ein bisschen mehr Flexibilität, das würde ich sagen. So, das Ganze hier kommt mal einmal weggebrutzelt. Ist noch was? Ja. Yay. So, jetzt bloß aufpassen, dass wir nicht ins Wasser fallen. Ich meine, schlimm wäre es nicht, da kommen wir ja wieder hoch, aber. Muss er nicht sein. Und es wird schon wieder dunkel. Und wir haben noch keine Fackeln. Weil Fackeln, da braucht man Kohle für. Und genau die haben wir noch nicht. Kann ich hier nicht so viel Kohle machen? Ja, wow. Was ist das hier? Kohldust. Ah, ne, da habe ich aber auch nichts für, um das zu machen. Das ist ja Bullshit. Ach man, ey. Dann wird es also jetzt etwas dunkel. Ist natürlich Bullshit. Ist natürlich scheiße. Nein. Ja, und wie ihr seht, unten die Leiste hat statt 8 Felder einfach mal 16 Felder. Ich meine, ist übersichtlich. Also, nicht übersichtlich, ist praktisch, aber nicht gerade übersichtlich. So, ich hoffe mal, es gibt nicht allzu viele wilde Tiere, die jetzt Böses wollen. Ich weiß nämlich nicht, also bisher habe ich nur freundliche Tiere gefunden, aber es ist auch zum ersten Mal, dass es dunkel ist. Wegen weil Baum. So, okay. Jetzt ist die Frage, um wie viel breiter machen wir das Feld? Rein technisch gesehen könnte man natürlich bis zu dem Maximum gehen. Das wäre bis hier. Dann hätten wir 1, 2, 3 Felder gewonnen. Okay, machen wir. Machen wir, machen wir. Okay, halt also 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La la la. Oh mein Gott, wir haben es verbaut. Oh mein Gott, ich will sterben. So, mal schnell auftauchen, bevor wir hier krepieren. Das wäre nicht so gut. So, und die letzte Reihe. Und natürlich wieder verbaut. So, dann würde ich jetzt hier aber gerne noch irgendwie einen Aufhang haben, damit, wenn wir hier runterfallen, wir nicht jedes Mal hier. Ach, was rede ich denn? Da wäre noch hier ein Aufgang. Ach, ich bin bescheuert. Ach, fuck you in your ass. So, hier ist noch, genau, hier ist noch protected. Heißt also, hier können wir jetzt wieder unsere komische Reling aufbauen. Ah, Kacke, da muss ich jetzt erstmal wieder ein paar erstellen, weil, ja. Brauche jetzt 6 zusätzlich. Uah. Alter, ganz schön dunkel hier. Ich stell mal kurz Dinger hier auf. So, easy. Ja, jetzt hier einmal. Ach komm, ich geh erstmal noch rum. Oh. Nein, ich will. Ich. Ah, leck mich. Ich wollte da die Wolle aufheben.
Lasst mich. So. Wir können uns hier dann auch in der nächsten Folge erstmal umsehen. Habe ich noch gar nicht gemacht, fällt mir gerade auf. Vielleicht wird es ja noch wieder hell. Mal gucken. So, okay, jetzt sind wir hier. Wir haben jetzt endlich mal Eisen zum Glück, tatsächlich. Das ist das erste Let's Play, wo ich haufenweise Eisen habe, noch bevor ich überhaupt Kohle habe. Nice. Gefällt mir. Okay. Genau, wir brauchen... das da. Da. Achso, geht da noch nicht. Gut. Halt. Ich brauche... da. So, hiervon brauchen wir ein bisschen was. Da, da, da. Ey, genau 6 Stück. Reicht doch. Ha, lol. Als wenn es geplant gewesen wäre. Das klang gerade falsch irgendwie. Ich weiß nicht warum. Als wenn das geplant gewesen wäre. Egal. So. Jetzt haben wir... Hä, wieso haben wir nur noch... Hä? Ach, wir brauchen ja 2x6. Stimmt ja. Jetzt kann man hier sowohl unten als auch oben dazu. Ach, Ronny kann nicht rechnen. Wow. Das wird der Crisis-Titel. Oh, jetzt kommen diese beiden. Ach man. Du nach da. Danke. Du kommst dahin. Du kommst ab. Und kommst darauf. Ganz schön hoch. Ich schaffe es. Yay. So, dann kommt da auch ein Holzklotz hin. Du kommst da ab. Hier kann ich auch raufklettern, zum Glück. Und du kommst da. Easy. Auch wenn jetzt unser Feld in der Mitte ein bisschen dunkler ist, ich hoffe, wir werden alsbald auch mal Kohle finden. Da vorne ist ein Canyon. Ah ne, das leuchtet. So, okay. Jetzt können wir nämlich das Ding hier abbauen. Fuck. Oh. Okay. So, und das kannst du nämlich ein bisschen verschieben. Werkzeug-ID. Du warst ein treuer Freund, ich weiß. Aber... die Zeit meint es nicht gut mit uns. So. Okay. 1, 2, 3, 4. Genau, das passt perfekt. So. Das Haus wird also relativ von der Grundfläche her relativ klein. Wir haben gerade mal 2 mal 1 Sektor. Weil ich will es nicht 2 breit machen, damit wir noch einen schönen Bereich für den Vorgarten haben. Ich habe nämlich extra hier Weizen gesammelt. Also Weizensamen, damit wir hier schon Garten anlegen können. Weil ich meine, wir haben zwar von Leila eine Pizza bekommen, aber die reicht ja nicht allzu lange, will sagen, die ist schon weg. Dementsprechend müssen wir uns selber ein bisschen versorgen mit Nahrung und was bietet sich da besser an als Weizen. Jo, dementsprechend habe ich hier schon ein bisschen gesammelt. Wir können das auch eigentlich direkt mal... Scheiße. Warte mal ganz kurz, die Sandblöcke sind auf dem Wasser. Ich habe nie probiert, kann ich darauf jetzt ein Feld anlegen oder muss das Wasser wirklich daneben sein? Ich werde es einfach mal instant riskieren und alles vernichten, wofür wir gekämpft haben. Es müsste dunkler werden, wenn es feucht wird. Ich warte einfach mal ein bisschen ab. Entweder wird es wieder zu normaler Erde, dann hat es versagt. Oder aber es bleibt so, dann haben wir Glück gehabt. Okay, 1, 2, 3, 4. Bumm. Hä, ich kann in mir bauen? Nee, kann ich nicht. Da hat es wohl gerade geglitscht, hat das wohl gerade. Hallo? Hä? Geht doch. Meine Güte. Fuck you. So. Okay.
4 hoch, genau. Ne, es bleibt tatsächlich. Ist ja interessant, da können wir hier tatsächlich was anpflanzen. Okay. Gut, dann heißt das jetzt also, wo sind meine Samen? Da. Hä? Ach da! Gott, ich sag's so, das mit dieser extrem breiten Reihe ist komplett... Ah, jetzt wird's dunkel. Habt ihr es gesehen? Gerade dunkler geworden. Also es funktioniert doch mit dem Wasser darunter packen. Geil. Dann steht ja meiner landwirtschaftlichen Arbeit. Ihr wisst genau, was ich meine. Nichts beim Wege. Okay, gut. Das erste Feld haben wir damit bereits. Das ist sehr schön. Jetzt haben wir noch Bäume. Und zwar normale Apfelbäume. Die können wir dann hier so schön einpflanzen. Das gibt Blätter und Holz vor allen Dingen. Ja, wird das ein bisschen eng, aber fuck off. So, unsere sechs Hauptsäulen stehen auch schon mal. Da würde ich mal sagen, mit der Folge ist erstmal Feierabend. Und dann in der nächsten Folge werden wir uns erstmal hier ein bisschen umgucken. Und dann... ja, sehen wir mal weiter, ne? Schau mit V.